Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Part 35 oder 36. Fail, ich habe da gerade nachgeguckt. Egal. Jedenfalls habe ich herausgefunden, dass es mit dem Mikrofon sich das nicht ändern kann. Deswegen gucke ich jetzt mal, dass ich etwas weiter wegbleibe. Diese Jumping-Action vom letzten Part am Ende, die gehen wir jetzt noch einmal an. Yep, einmal noch. Ich denke mal, einmal kann ich es mir noch leisten und auf dem Weg gehe ich statte ich dem Herrn Bienenstock noch einen Besuch ab. Aber ich weiß nicht, wieso muss man sich so schwer machen? Ich bin eigentlich der Meinung, es geht auch leichter. Aber es geht wohl ja um die Let's Player-Ehre sozusagen, auf die ich im Notfall allerdings auch verzichten kann. Weil wirklich der super ehrgeizige Typ, wie viele andere Let's Player, bin ich nicht. Wow. Wow. Ja, da ist er. Mr. Bienenstock. Das war ja mal ein Move. Das reicht nicht. Na gut, am wenigsten können wir dann dadurch noch den nächsten Sturz überleben. Oh, die Einstellung ist eigentlich schlecht. Gut, wir gehen jetzt in die Sommerwelt. Ich habe keine Noten vergessen. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Ich wüsste auch gar nicht, dass da oben welche wären. Obwohl ich eigentlich 22 im Kopf habe, aber warum? Naja. Wenn es dann sein muss, dann gibt's noch einen super Suche-Part. Suche die letzten zwei Noten. Aber es muss ja nicht sein, es muss ja nur ungefähr 25 Noten sein. Oh. Du musst nicht stehen bleiben. No. Gut. Ja, und hier kann man leider nicht als Biene rumfliegen, was ich nicht verstehen kann. Harry ist hungrig, will 5 Raupen haben. Ja, jetzt müssen wir ihn auch noch füttern. Ah ja, und hier diese Robin Hood-Typis-Verschnitte. Diese haben jetzt Sonnenbrillen und Oberkörper frei. Ja, wer es mag. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon, aber naja. Das Gnorti ist hier immer noch. Du siehst bärenstark aus. Kannst du mir helfen und diesen Felsen entfernen? Ja, natürlich kann ich das. Ach, und was ich im letzten Part vergessen habe zu erwähnen, das hier ist auch eine Anlehnung, glaube ich, an einen Biber aus Donkey Kong Country 2 oder auf jeden Fall einer Donkey Kong Country Reihe. Und wahrscheinlich auch Donkey Kong 64. Aber jedenfalls machen wir jetzt erstmal den Felsen hier kaputt. Oh, wie stark du bist. Komm mal herein und ich werde dich fürstlich belohnen. Ja, wie er da einfach mal hochgeht. Da komme ich als Banjo nicht hoch und auch als Kazooie nicht. Ja, da können wir leider erst im Herbst hoch. Ich weiß gar nicht, warum ich den Bienenstock platt gemacht habe. Achso, doch, ja. Sonst hätte ich vielleicht den Sprung nicht überlebt, den Fall. So, jetzt gucken wir mal, hier ist nur ein bisschen fies, dass man da... Ach, hier ist schon der Herbstschalter. Das ist schon mal gut zu wissen. Gut. Dann sind wir jetzt ungefähr so weit wie mein Bruder damals. Der hat es auch geschafft, bis zum Herbst alles hier freizuschalten, aber... Ja gut, im Winter hat er auch mal und was danach kam, die nächste Sache. Aber da hat er vergessen zu speichern und das war so kompliziert und schwierig, die Sache danach. Und eigentlich meiner Meinung nach das Unnötigste, was man einem Videospiel hätte einfügen können. Dass er keinen Bock mehr hatte, es nochmal zu versuchen. Oder er hat es versucht und hat es einfach nicht mehr geschafft, weil es einfach so unmöglich ist. Aber naja, es dauert noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Hier ist schon mal eine Raupe.
stellt sich auch erstmal vor. Ich fürchte, hungrige Tiere mögen Raupen. Ja, fürchtest du richtig. Und jetzt sind auch die Blätter groß genug, um hier hochzukommen. Jetzt muss ich mal gucken, es gibt hier noch irgendwo eine Blätter-Action-Passage, sage ich jetzt mal. Und die müssen wir auch noch machen. Wie unnötig, aber okay. Für die Wissenschaft. Mal wieder. Oh. Ja, genau. Ach so, ich glaube im Herbst sind die größer. Kommt mir gerade so die Idee. Ja, steh drauf und glitsch dich da einfach durch. Aber gut, es müsste eigentlich klappen. Mal gucken, wo es jetzt lang geht. Boah. Ach ja. Schön. Ja, Vogel. Jetzt geht's hier noch weiter hoch. Ach gut, da. Noch ein Mumuschädel. Also, Boah, diesmal hat's auch was gebracht. Das finde ich gut. Ich glaube, die Blätter sind eine Alternative zu dem anderen Weg. Aber den anderen Weg muss man eigentlich auch gehen. Sonst kriegt man nicht die ganzen Noten. Ach, hier sind Hilfen? Nee, haben sich nur leicht verzogen. Kamera. Raupe. Raupe haben wollen. Raupe, komm her. Gut. Ja, man hört schon den kleinen Iry ganz aufgeregt rumkrakehlen. Hoffe ich jedenfalls, dass ich die Lautstärke laut genug gemacht habe, dass man ihn hören kann. Und bis zum Iry müssten wir eigentlich auch kommen. Und bis zum Iry. Und noch viel weiter. So, jetzt könnten wir eigentlich auch schon den Bienenstock, aber das mache ich lieber doch im Herbst. Sicher ist sicher. Auch wenn hier ist ein Vogel gewesen wäre. Da ist auch keiner. Und da? Auch nicht. Und gut. Ja, da ist der Mumuschädel, den wir knapp nicht. Jetzt ist er weg. Da ist er wieder. Lustig. So, das ist nämlich der Grund, warum ich gegen die Zubas erst im Herbst antreten möchte, dieses Haus. Die scheinen es ja weiterzubauen, allem Anschein nach, denn hier fehlt ja noch der Boden, Lebe. Gut, es ist verkraftbar. Ich wollte es nicht demonstrieren. Dieser Boden jedenfalls ist im Herbst vollständig da und das macht es leichter, das Puzzleteil zu holen. Und deswegen werde ich es auch erst im Herbst, im Herbst holen. Scheint wohl das Winterquartier der Zubas zu sein. Wow. Du darfst leben. Schon wieder dieser. Ach, da ist Gooby! Weiter hat er es ja nicht geschafft, aber es ist ein schattiges Plätzchen. Oh nein, ihr beiden schon wieder, Gooby. Dachte hier euch sicher zu sein. Und deswegen hast du dir eine neue Stimme zugelegt. Denke ich jetzt einfach mal. Ich glaube nicht, dass er die Stimme schon hatte. Wollt ihr wohl damit aufhören? Es dauert Jahre, bis ich wieder so viel Wasser finde. Jetzt müssen wir es nur noch einmal im Herbst machen. Und so lange wartet er natürlich auch noch. Danke, Gooby. Hä? Ach, man hört.
Wer schnarcht denn? Ist das Gooby? Ja, Gooby schnarcht. Der träumt schon von seinem nächsten Ziel. Oh. Geht weg, geht weg, geht weg. Was wollt ihr überhaupt von mir? Und noch ein Beach Farm, ich glaub's ja nicht. Geht weg, 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 geht weg. Hier kommst du nicht hoch. Lalalala. Gott, eine Feder in Not. Ja, gerettet. Oh, ich dachte eben schon, ich hätte zu viel aufgenommen, aber es ist noch ein bisschen Zeit. Gut, also um die Energie muss man sich jetzt nicht so viel Sorgen machen. Oh. Boah. Und diesmal hat die Pflanze nichts. Wie kommen wir jetzt? Kommen wir so darüber? Haben wir jetzt eigentlich schon 5 Raupen? Oh. Hätte ich mal besser darauf geachtet. Aber ich denke mal, für alle Fälle gibt es hier noch irgendwo eine. Boah, nicht schon wieder diese Bienen. Gut, sie kommen hier mal noch nicht hoch. So, hat sich hier eigentlich was geändert? Nö. Ist jetzt leichter, da wieder hochzukommen. Ach, da ist noch eine Raupe, dann sehe ich's ja. Und? Wir haben 6. Nicht schlecht. So, jetzt gucken wir nochmal, was Mumbo hier macht. Hier, Mumbo, verwandte... Wo, was? Zu heiß für Zauberkram. Mumbo, mehr Lust auf Sonnenbad. Ah ja, faulenzt du hier einfach. Das Feuer hast du auch schon ausgemacht. Ist eigentlich irgendwas da oben? Ich möchte da gerne hoch. Ja, da hoch. Da hoch. Was machst du denn? Anscheinend soll ich da nicht hoch. Das war Mumbo-Schädel, ich glaub's ja nicht. Okay, ich möchte es wenigstens nochmal versuchen. Hat er hier einfach einen Mumbo-Schädel? Also Silberschädel. So, ich denke mal, diesen Part beende ich mal hier in Mumbos Haus. Also, bis dann und ciao.